Die Polizei, dein Freund und Helfer. Auch für den russischen Polizisten gilt diese deutsche Redewendung. Alle Bürger, sowohl die Gesetzestreuen wie auch die weniger oder gar nicht Gesetzestreuen, wollen, dass die Polizei hilft. Nun stellt sich heraus, dass in Kaliningrad die Polizei immer und allen hilft. Ein Major der Kaliningrader Innenverwaltung, eingesetzt im Bereich der Migrationsbehörde, wurde durch den russischen Sicherheitsdienst FSB verhaftet und der Korruption beschuldigt. Dieser Umstand an sich stellt nichts Besonderes dar und würde durch mein Informationsportal auch nicht aufbereitet werden, wenn es nicht in diesem Fall eine kleine Besonderheit geben würde. Der Major, gegen den jetzt ein Strafverfahren eröffnet wurde, hatte 80.000 Rubel, also rund 1.000 Euro, von einem Ausländer angenommen. Dafür wollte er helfen, den illegalen Aufenthalt des Ausländers, dessen Nationalität nicht genannt wurde, zu legalisieren. Dieser Ausländer befand sich seit Juli 2018 ungesetzlich in Russland. Das heißt, er hatte keinen Aufenthaltstitel, sprich Visum, zeitweiliges Wohnrecht oder Aufenthaltsgenehmigung. Mit der Zahlung der Summe erhoffte sich der Ausländer, zu dem keinerlei Einzelheiten veröffentlicht worden sind, dass der Major alle notwendigen Schritte unternimmt, um seinen Aufenthalt zu legalisieren. Während der Befragung bestritt der Ausländer alle Anschuldigungen. Gegen den Major wird ermittelt und mit großer Sicherheit Anklage erhoben, da die Beweislage wohl eindeutig ist. Gegen die Vorgesetzten des Majors werden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet. Kaliningrader Medien kommentieren, dass diese mit der Ablösung von der Funktion und Strafversetzung zu rechnen haben. Das Besondere an diesem Umstand ist, dass ein Ausländer seit Mitte 2018 ohne gültige Dokumente unentdeckt in Kaliningrad leben konnte. Wer das tägliche Leben kennt, weiß, dass man an vielen Stellen Ausweisdokumente und Aufenthaltstitel vorlegen muss, damit das Anliegen, was man hat, bearbeitet wird. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Ohne gültige Dokumente kann vielleicht ein trainierter Ausländer aus südlich gelegenen Ländern in Kaliningrad leben, da dieser meist sehr geringe Forderungen an das Lebensniveau hat. Ein europäischer Ausländer wird ohne Dokumente und vermutlich auch ohne Sprachkenntnisse nicht lange in Kaliningrad unentdeckt leben können, geschweige denn einer beruflichen oder geschäftlichen Tätigkeit nachgehen. Aber in diesem Fall hat der Mann rund 2 Jahre unentdeckt in Kaliningrad gelebt. Und das macht neugierig, wie dies geschehen konnte.